in der Arena von Anemonia City. Begrüßen wir euch recht herzlich wieder. Ich weiß gar nicht, muss ich mir den holen? Ja, den muss ich mir holen. Von diesem fetten Sack. Okay. Gut, dann fangen wir nochmal an. Natürlich. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nichts reißen. Ja, es hat schon was, wenn man in einer Kampfarena Typen, die aussehen wie Ryu von Street Fighter, spricht, als kämen sie aus dem fernen Osten. Ja, doch, das hat schon was. Vor allem Kickl ist auch nur Level 27. Alter, ich glaube, ich sollte trainieren gehen. Kann Kickl auch schon Level 27 sein? Das ist nur, weil er nur ein Pokémon hat, glaube ich. Und wenn nicht, bin ich ziemlich gebeutelt. Weil ich sonst keine anderen Pokémon habe, die dagegen was gegensetzen können. Das ist unmöglich. Na ja, siehst du doch, dass es funktioniert. Wir Meisterkampf uns haben vor nichts Angst. Oh mein Gott, eine Maus! Ja, natürlich. Nokchan! Oh, wo wusste ich das nur? Na, wenn er eine Kickli hat, hat der andere ja wohl der Schule Nokchan, Alter. Kennt ihr diese Käsestreifenwerbung? Nokchans Gesicht erinnert mich irgendwie an diesen Typen. Wobei Nokchan ja um einiges vielfältiger ist als Kickli, ne? Weil Kickli kann ja nur Sprungkick. Ja, aber. Also ich gehe jetzt. Ich will jetzt darauf hinaus, dass es ein Kampfhaft ist. Nokchan kann ja Feuerhieb lernen, Blitzhieb und so eine ganze Kacke. Wisst ihr? Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, das war's, Jeff. Schockierend. Du hast mir Angst gemacht. Oh yeah. Und jetzt gehen wir erstmal zum Pokémon Center. Weil sonst könnte ich ganz schön voll die Schwierigkeiten kriegen, Junge. Haben wir hier noch irgendwie Pokémon Supermarkt oder so? Oder so? Haben wir so weit? Gibt's da was? Poké-Orakel voraus. Okay. Sowieso? Ey, warte mal. Ich hab noch gar keinen Meisterball. Hey du Scheißvieh! Oh! Yo, Tobias! War das eben nicht Suison? Ich habe nur einen Blick riskiert, aber ich dachte, ich hätte Suison auf den Wellen drehen sehen. Suison ist schön, ein Pobler. Und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Suison von nahen sehen. Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Suisons Respekt zu verdienen. Auf, Tobias, lass uns kämpfen. Was? Hey, hätte mich jemand auf den Scheiß nicht vorbereiten können? Das ist mystiker Eusin. Tomato. Pedomato. Okay, Level 23 haben wir das gemacht. Und Windstoß. Na, so ein Pech aber. Und Windstoß. Kennt ihr diese, es gibt ja diese, Eigenarten, ne? Diese, Eigenarten, ne? Diese, zum Beispiel Igellava, also die ganzen Standard-Pokémon haben ja dieses Feuerattacken-Verstärker-Dings, ne? Oh fuck, ein Elektroball. Scheiße. Ja, zwinkert du mir mal zu, du Spufen. Penner. Hypno hat ja Schlaf. Immun gegen Schlaf. Ne? Wie ist das denn jetzt? Was? Wie ist das denn jetzt, wenn er überhaupt mal schlafen? Wieso darf er denn zweimal hintereinander als erstes? Was ist das denn, ey? Tja, ich glaube auch, ey. Ja, Severi, Spukball! Und er macht natürlich Donner. Was geht ab? Ja, definitiv, Alter. Nur so wenig, ey. Donner hat dreimal getroffen, Alter. Ich glaube, es hackt, Alter. Normalerweise hat Donner eine Trefferchance von
4/10 oder 45% so. Aber nein, hier muss ich ja. Und warum mache ich keinen Ruckzuck-Kick? Das ist jetzt die Frage, ne? Warum mache ich keinen Ruckzuck-Kick, ey? Scheiße, und natürlich jetzt Evolis zufriedener jetzt natürlich voll weggesunken, ey. So ein Bullshit, ey. Wie sagt der Elektroball, Alter? Pisser. Ja, jetzt kommen wir halt Follower, Alter. Jetzt krieg ich ja mal richtig in den Arsch, Pisser. Sag mal, wird das nicht resettet hier, das auf Windstoß oder was? Los, Windstoß! Ich glaube, Geist ist gegen Geist effektiv. Das kommt jetzt aber ziemlich gut. Naja, egal. Spaß dir. Ich hatte es, das zuzugeben, aber du hast gewonnen. Ich weiß. Du bist Wahnsinn, Tobias. Danke. Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Süßen suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Man sieht sich! Was ein Penner! Verpiss dich! So, was ist hier los? Ich sehe alles. Ich weiß alles. Gewiss kenne ich deine Pokémon. Du traust ihn wohl hier. Du kannst es hinter. Die Tag ist einfach Nacht. Sein Level war 20. Ich bin gut, oder? Apropos. Du hast deine Pokémon etwas umsichtiger trainieren. Ja, ja, bla bla, umsichtig, dies, das. Scheiß ich drauf. Was? Fotostudio von Name. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Aber natürlich, gerne! Nicht, was the fuck, Alter? So, komm. Doch, warte mal, geh da mal rein. Ich hab da eine Idee. Hallo. Deine Pokémon sind großartig. Wie wär's mit einem Foto als Souvenir? Klar. Okay, ja, tschüss. Welches Pokémon soll ich fotografieren? Dann tschüss. Okay, beweg dich nicht. Druckerfehler. Lies das Game vom Printerhandbuch. Kein Foto? Schau mal wieder vorbei. Was für ein Gameboy-Handbuch? Scheiße, wenn ich ein Gameboy habe. Kommst du von mir? Hast du auf diesem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Nö. Ich habe gehört, dass sie dort ein mystisches Wesen stecken soll. Ach so, dafür brauche ich Kaskade, ne? Oder Whirlpool, nee, Whirlpool brauche ich dafür. Whirlpool? Das ist ganz originelles. Worte sind nutzlos. Lass dann etwas sprechen. Ich lass dich gleich sprechen, und zwar ganze Sätze, du Schwarzkopf. Peter. Peter, Schwarzgurt, Peter. Das passt doch, das passt doch. Die Faust aufs Auge. Ja. Karate-Schlag. Karate-Schlag. Was? Volltreff, Alter. Volltreff, Alter. Nein. Maschok. Oh mein Gott, wenn das Ding Volltreffer landet, dann bin ich aber weg vom Fenster. Ja, was willst du dann geben da? Du hast doch gar nichts. Nur rote Streifen. Zeugen von deiner Fettleibigkeit. Wie Steinhagel. Ja, das dachte ich mir. Fitchers, Fitchers! Ja! Bitch. Ja, sei mal lieber ruhig, mein Freund. Obwohl, scheiß drauf, ich muss ja nicht ins Feuer sein. Ich habe ja noch einen Supertrank! Und noch einen Supertrank! Und das ist... So. Depp, depp, depp. Ja, ich möchte den. 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 Hör mal, das schwer. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Warte mal. Du willst meine Pokémon schlagen? Ich glaube eher weniger. Solltest du das versuchen, werde ich... Oh, scheiße, ich habe keinen Giftangriff. Das ist natürlich schade, ne? Das hätte ich jetzt gesagt, Teufelskreis, ne? Meine Freunde, und die ganze Zeit nur mit Giftstachel oder so angestupst. Also, ich spüre es irgendwie im Nacken, ne? Aber ich glaube, ich habe bald einen Tauboss. Krasach.
Schwein. Also wirklich, ne? Das ist ein Schwein, guck dir das an. Es ist ja, als hätte es ein Affe mit einem Schwein getrieben. Ein Farmod. Bauer so voll. Das ist ja eklig. Doch, aber kommt hin, ne? Bauer sucht Frau. Ein Affe und ein Schwein. Ja, kommt hin. Das ist ja krass. Du stehst wohl auf Schwein. Ne, Affen? Affenschwein? Irgendwie sowas. Ja, ich denke mir da noch was auf. Aber falsch liege ich nicht. Ich glaube, das steht auch schön umschrieben so im Pokédex-Eintrag. Ich wurde zerschmettert. Ja, finde ich damit ab. Hallo, wie heißt du nochmal? Das ist die Frage, ne? Wie heißt du jetzt nochmal? Wahaha, du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Ach, hab ich also. Da, jetzt hast du dich erstreckt. Nein. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Das ist so typisch Typ, ey. Und der ist im Arme. Das war bestimmt nur ein kleiner Kiesel, den er aufgehoben hat, ey. Wett ich mit euch. Wett ich mit euch. Und der ist natürlich Level 27. Was? Ist der echt gut? Windstoß! Warum kann ich keinen Flügelschlag? Flügelschlag ist viel stärker. Normalerweise lernt das Taubube auch schon früher. Verpiss dich mit deinem Silberblick, Alter. Christa. Ich befürchte, dass er mich gleich weghauen wird. Kuapo! Scheiße ja. Obwohl, scheiße nein. Obwohl, doch, scheiße ja. Jetzt ist natürlich die Frage, Pichu, kannst du das handeln? Oder fällst du nach einem Schlag um? Oh, ich bin sowas von tot. Pichu! Donnerwelle! Heilige Scheiße, gut, dass Pichu so klein ist! Donnerschau! Was geht? Was geht? Pichu schneller! Krass! Ohne Witz. Nein! Pichu, nein! Das war so klar. Es war klar. Powerquad Putzi, Alter. Ich hab noch Stärke. Powerquad Putzi, den haust du weg hier. Bam! In your face. Oh yeah. Scheiße, ich bin nur so. Ja, das ist schon scheiße, ne? Das ist schon scheiße, wenn du so nichts gemacht kannst. Was? Was für eine Mutter! Ich kann auf deine Hypnose, Bitch! Denn du bist paralysiert und ich nicht! Und ich schmeiß einfach einen Stein an den Kopf, weil ich es kann! Und Kapuzzi entwickelt sich erst den Kopf, wenn ich einen Wasserstein habe. Wo ist der Wasserstein her? Das ist die Frau. Tschüss, Quapo! Scheiß Vieh. Ich krieg auch nochmal einen Pichu, ey. Ich glaube, ich werde nie einen Pikachu kriegen. Nicht auf dem Weg, ey. Ah, hoch. Ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist des Faustdorns würdig. Oh yeah! Du bist auch juhu! Bitches? Yeah. Durch die Faustdorn gehorchen dir alle Pokémon Level 70. Dies gilt auch für getauscht. Außerdem können deine Pokémon fliegen, auch außerhalb eines Kampfes. Hier, nimm auch dies. TM1 ist geduldig. Glaub ich. Nee, Wuchtschlag bestimmt. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Ja, davon hat Pichu nichts gespürt, also ich muss schon sagen. So, wir machen uns erstmal auf den Weg. Oder was? Wo kriegen wir Fliegen überhaupt her? Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Sieh stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Klar. Du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Oh, ich komme gleich wieder. Wer ist denn das? Ich kenne den nicht. Ohne Scheiß jetzt mal. Wer ist das? Wo krieg ich Fliegen her? Sally Season Sachen. So, hoch.
Scheiß Vorspulen, ich mag es nie wieder. Lüge. So. Bitte pass gut auf. Er hält ein Pokémon. Ja, das ist ja. Verarschen? Motri. Ein verficktes Pottrott! Verarschen? Du kommst von Underground City? Hast du auf dem Weg her in die... Das hatten wir schon. So, wer gibt mir Fliegen? Du hast es mehr überquert, um hierher zu kommen? Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen ersetzen könnten. Das ist der Orden der Pokémon Arena von Underground City. Dann sollt ihr diese... Form ge- I've got an idea. Why am I don't gonna talk to any woman that goes on the street and... Scheiße. Kacke. Oh, and warte, ich komm gleich drauf. Verschenking all VMs to any people they have no Gehirn. To talk English, also. Ne, irgendwie. Power, mach mal weg, mach mal weg. Mikro. So, Togetic kann fliegen. Pass auf. Ist aber nicht das einzige, das gleich fliegen kann. Aufgrund der starken Angriffs. Ne? Von Fliegen so. So. Weil Metronom benutze ich eh nie. Kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht benutzen, weil das ist mir definitiv zu riskant. Naja, geh mir nicht auf die Eier. So. Pass auf, Pichu, jetzt, ne? Jetzt geht's hier aber los. Warte mal, wir können auch fliegen, ne? Fuck jetzt mal! Mann! Fliegen, so! Jetzt geht's aber los hier. Ja, Olivana City, bitte. Danke! So, und wir sind jetzt im nächsten Part vom Pokémon Kristall im Leuchtturm bei Jasmin. Ja. Bis dann, ciao!